Seid ihr herzlich willkommen, denn der ist Liebesbotschaft mit Kerzenmagie. Ich habe diese Kerze schon vorbereitet, eingeweiht und habe ich diesmal die rote Farbe ausgewählt, weil das symbolisiert die Liebe. Ende dieser Aufnahme übertrage ich die Energie, diese Liebesenergie, was jetzt schon spürbar ist. Wenn du eine Dame bist, dann bist du hier auf diesem Bild und dein Seelenpartner oder die Männer sind hier sichtbar. Und jetzt schauen wir an sein Liebesbotschaft. Und jetzt schauen wir an dein Liebesbotschaft. Und ich deute jetzt die Karten. Von ihm kommt eine Nachricht. Diese Nachricht wird für dich, für euch beide sehr wichtig sein. Das Kind bedeutet diese Neuigkeiten. Er berichtet über etwas. Das Kind kann ein Neuanfang sein zwischen euch beiden. Aber in seinem Leben aktuell gibt es Ärger, Streitigkeiten, eine rechtliche Lage oder Ungerechtigkeiten. Und diese Militärperson kann jemand sein von Gericht oder von Amt. Aber wie immer, die Karten haben symbolische Bedeutung. Und es kann auch heißen, dass jemand hat diese Auftreten, diese militärische Auftreten und befehlt ihm etwas. Er schweigt nicht. Er wird diese Nachricht senden. Du wirst diese Neuigkeiten erfahren und all das, was bei ihm gerade los ist. Ungerechtigkeiten, diese Strenge und Streitigkeiten. Es kann auch sein, dass er im Rückzug war und du wusstest nicht, warum, und er erklärt das jetzt. Und wie kommt das bei dir an, wenn du eine Dame bist, oder wie sollst du reagieren? Du kannst damit rechnen, dass hier kommt zum einen Treffen, weil er möchte dich sehen. Aber im Hintergrund ist eine dritte Person. Vielleicht ist gerade diese Person macht diese Ärger. Das kann ein Mann sein, kann aber auch eine Frau auch sein. Und er fühlt sich ein bisschen traurig oder einsam, alleine gelassen. Und er muss etwas noch klären, das sind die Finanzen. Was dich betrifft, kann diese ältere Person dein Vater sein oder dein Chef sein. Und da kommt Unterstützung, ein Geschenk, Geld, hier nochmal das Geld, oder beruflich kann das ein gutes Angebot auch sein. Aber wenn das euch beiden handelt und du weißt, jemand ärgert ihn, jemand ist im Hintergrund und beobachtet ihn, beobachtet dich, beobachtet euch beide, dann weißt du, hier handelt es sich um Geld und er muss dann dieses Thema auch regeln. Was noch möglich ist, eine familiäre Situation, eine Erbschaft, das kann auch diese Witwe auch bedeuten. Und dann haben wir hier das Gericht Ärger und das beschreibt aber seine Lebenslage. Die Karten zeigen, es ist momentan nicht so angenehm. Er hat Stress,
Er hat Probleme. Er hat diese Ärger, diese Streitigkeiten. Hier sehen wir, dass jemand beobachtet euch. Er fühlt sich traurig, vielleicht auch alleine gelassen, einsam. Aber kommen die Neuigkeiten, eine wichtige Nachricht, dann kommt ein Treffen, ein Geschenk und Gewinn. Das Geld, beide Karten zeigen auch die inneren Werte und das heißt, du bist für ihn wertvoll. Er muss vorsichtig sein, weil die Probleme beschreiben sein Gegenwart. Und damit alles gut läuft, dass hier eine Lösung gibt, ein Ausweg, dass die Situation sich verbessert, übertrage ich jetzt diese Liebesenergie, das hilft bei euren Partnerschaft, hilft auch, dass es alles schön harmonisch geregelt wird. Schließ dein Auge, mach dir bequem und stell dir vor, die ideale Zustand. Und ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.